Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Heute ist er endlich gekommen. Ich habe auch schon Odin mal shoppen Video gemacht. Der Fire TV Cube. Nein, er ist noch nicht in Deutschland verfügbar. Zeitung ist mit bei, englische, zum Polstern. Mal gucken, von welcher Zeitung. From the front page. Nicht rein. Ah, ne, hier. Business. Damit wurde es ausgekleidet. So. Ich habe ihn halt nicht bei Amazon gekauft. Kann man sich ja denken, weil es gibt ihn nicht bei Amazon. Deutschland. Amazon US kann man ihn nicht bestellen. Ich hatte eine ganze Weile gehadert, ihn mir zu bestellen aus dem Ausland, weil wenn mit dem was ist, ist ja auch kein Pappenstiel, was man für den bezahlt, mit Einfuhr, alle drum und dran und Versand, aber wenn mit dem was ist, ist Amazon Deutschland dafür nicht zuständig. Aber mein Speicher reicht nicht mehr aus und ich brauche jetzt den größeren. Braucht mehr Platz. So, da haben wir ihn. Ich werde euch mal nach unten richten. So, ein Stück höher. So, dass ihr ihn komplett drauf habt. So, wir haben wieder die orange Verpackung, wie von Amazon, wie wir gewöhnt sind von Amazon. Der Fire TV Cube, hier steht auch Fire TV Cube drauf, hier oben sind auch ein paar Apps, Habbo und so, klar, wir sind in Deutschland, gibt es bei uns nicht. 4K HDR, das ist ja klar, das hat der andere ja auch gehabt. Das ist jetzt mein vierter Fire TV, glaube ich. Also die erste Box, die zweite Box, die dritte Box, was nicht mehr als Box zählt, weil das ist ja diese kleine Ding zum Anhängen, das ist im Wohnzimmer. Bei der Box 1 und 2 konnte man den Speicher noch erweitern. Habe ich im Schlafzimmer und im Kinderzimmer. Und hier im Wohnzimmer kann ich den Speicher nicht mehr erweitern. Ja, das ist halt kacke. Und dann habe ich noch den ersten Stick. Da steht natürlich alles in Englisch drauf, aber wir haben hier, ich habe jetzt meine Lesebrille nicht bei hier, Alexa, Dolby Atmos, HDR, IR Blaster, also ich denke mal, das ist das, dass wir halt die über Alexa praktisch den Fernseher und so steuern können, was natürlich jetzt nur in Englisch funktionieren wird. Oh, was haben wir hier noch? Quad-Core, Bluetooth, Wi-Fi, ja. Och Mausi, geh mal bitte runter. Geh mal bitte, ja, ja. Die ist rollig, also nicht wundern. Ja, was drin ist, hier PlayStation VU, also VUE. Ich weiß gar nicht, ob es die App in Deutschland auch gibt, also das ist die. Ob es die auf dem deutschen Fire TV auch gibt oder im deutschen Store, das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Wir haben hier unten, sieht man in den schwarzen Karton, so. Und hier ist Amazon drauf, oben genauso. Und dann haben wir hier wieder das Plaste zum Schutz. Mal ein bisschen rauszoomen. So, das werden wir jetzt mal aufmachen. Das brauchen wir hier nur oben einmal so abziehen. Und dann können wir das hier rausnehmen. Ach, die große ist auch gekommen gerade. So. Ne, wir haben hier unten noch so ein Ding. Das müssen wir auch abmachen. Zack. Dann können wir das abheben. So. Typisch Amazon, alles in schwarz. Hier ist dann dieser Pfeil, also dieser Lächeln, was ein Lächeln sein soll oder halt von A bis Z beim Amazon-Logo, dass halt Amazon alles von A bis Z hat. Falls ihr das nicht wisst, sagt mir da Bescheid, dann kann ich euch das mal erklären, für was das Amazon-Logo steht. So, sonst haben wir hier nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, wo geht denn der hier auf? Achso, wir haben hier noch einen Schutz. Den müssen wir abmachen. Und dann können wir den hier so aufmachen.
Oh, schön. Schön, schön, schön. Aber dafür werde ich den mal hier so ein bisschen rüberpacken, alles. Und dann packe ich das jetzt mal alles hier hin, damit ihr seht, was mit bei ist. Der Fire TV Cube logischerweise. Sieht sehr schön aus. Hat aber auch ein bisschen Gewicht, muss ich sagen. Also ich hätte den jetzt nicht so schwer gedacht. So, dann haben wir 1, 2, 3 Blätter mit bei. Wir haben die Fire TV Fernbedienung mit bei. Wir haben 2 Batterien mit bei. So. Und hier haben wir dann noch eine Box, wo die Kabelei drin ist. So. Da haben wir einmal, schade, den IR-Sensor mit bei. Ja. Der ist dann halt hier mit, hoppala, zeige, na komm noch raus, na hier, machen wir so hier. Mit einem Klinkerkabel wird der angeschlossen. Das haben wir mit bei. Und wir haben, seht ihr das? Den Stromkabel, der natürlich auf Amerika ausgelegt ist. Ja, also ich habe einen Adapter. Ich habe eigentlich gehofft, dass es bei dem genauso ist wie bei den anderen Fire TVs, dass der Würfel hier einzeln ist, weil früher war der zusammen, immer. Und mit dem Einfügen, ach hier ist noch was mit bei. Ach, das ist das von USB-C, nee, von Mini-USB, nicht mal USB-C. Also da muss Amazon verbessern. Mini-USB anstatt USB-C. Also, Und da können wir dann halt LAN anschließen. Und da haben wir dann noch Mini-USB, wo wir einen USB-Verteiler anschließen können oder so ähnliches. Ich packe das mal alles weg. Ich muss dann mal meinen Verteiler suchen. Nachher noch. Aber das werde ich vorher erstmal essen gehen. Also essen machen. Ich habe gehofft, dass es bei dem ist, so wie mit dem alten, mit den anderen Fire TVs, die jetzt gekommen sind, dass du einfach nur diesen Stecker hast und damit USB angeschlossen wird. Ja, das habe ich gehofft. Aber ist jetzt leider nicht so. Es ist wirklich leider ein amerikanischer. Da müssen wir dann den Adapter raussuchen und dann geht der an Adapter ran. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir Stecker frei haben. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, ob der vom alten hier noch passt. Weil die sind hier auch mal dicker, mal dünner geworden. Wenn der alte passt, nehme ich den alten. Und dann kommt der hier weg und dann ist gut. So, das werden wir uns im Anschlussvideo dann genauer angucken. Ich werde gleich das Hardware-Video machen. Achso, erstmal noch schnell die Fernbedienung. Da haben auch mal viele gesagt, das geht schwer und so. Im Prinzip gar nicht. Einfach nur flache Hand und oben einmal mit ein bisschen Schmackes und dann geht das auf. Das hakt am Anfang, sagen viele. Also ich muss jetzt mal gucken, habe ich die Batterie jetzt in die rechte Richtung gemacht? Ja. Aber wenn man das so flach und dann mit der anderen flachen Hand so ein bisschen Wölbung machen, rauf und dann einmal nach unten ziehen, wenn es mal ein bisschen mehr hakt. Und dann geht das auch. Wir haben hier auch die neue Fernbedienung mit bei schon. Mit laut, leise. Ja, laut, leise und stumm. Ja. Ach. Leuchtet jetzt auch andere Farbe. Ist jetzt so gelblich. Das gefällt mir nicht. Also das gefällt mir nicht, dass es hier so gelb rötlich leuchtet. Bei euch sieht es vielleicht ein bisschen grün aus, aber eine Ecke ist gelb, eine Ecke ist rot. Mal gucken. Aber sonst liegt sie gut in der Hand, so wie die anderen Fire TV Fernbedienungen auch. So, dann soll es das für das Unboxing jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich muss jetzt den Adapter raussuchen. Und dann können wir uns gleich das Hardware-Video zur Brust nehmen. Also können wir uns den mal von der Hardware angucken. Ich zeige euch nochmal ganz genau, was mit bei ist, wie lang es ist. Und wir gucken uns den Cube ganz genau an.
Und dann werden wir den anschließen und dann mal gucken. Vielleicht überrascht uns Amazon ja und er ist jetzt wirklich vielleicht schon mit der Software in Deutsch verfügbar. Mal gucken. Ich glaube es nicht, aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich habe wenigstens mehr Speicher. Darauf kommt es mir an. Wenn ihr das Video seht über meine Apps, die ich installiert habe, das kommt morgen oder übermorgen, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht kann ich das auch noch heute alle rechtzeitig bearbeiten, dass das danach kommt, also nach dem App-Video oder davor, ich weiß es nicht, dass ihr dann wisst, warum ich keinen Speicher mehr habe. Ja? Ich bin jetzt aber trotzdem erstmal weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.